Dann wollen wir mal mit Video Nummer 2 weitermachen. Das sind dann meine Tanzen. Tanzen, aha, ist klar. Meine Tassen. Diese Tassen habe ich mir jetzt an meinem Plotter erstellt. Und man kann sie aber auch ganz einfach ohne Plotter selber machen. Einfach, indem man einfach schon Tassenstanzen hat und sie anders dekoriert, oder indem man sich die Teile einfach selber schneidet, ohne Stanzen und ohne Plotter. Denn so wie ich das an der Plottermaschine gemacht habe mit der Datei, kann man das auch ganz einfach ja, mit Stanzteilen machen. Da ich meine Biggie noch nicht so lange wieder habe und quasi dementsprechend auch nicht viele Stanzen, die man so im Allgemeinen hat, wie Herzen oder sowas, damit könnte ich eh nicht viel anfangen, habe ich jetzt einfach mal als Ersatz hier mein SU-Herz genommen. Das braucht man nämlich. Allerdings sollte man eins nehmen, was hier so ein bauchigeres. Also so ein bauchiger ist und nicht so steil nach unten geht. Das ist jetzt nun wirklich ein sehr strenges Herzchen. Aber zum Zeigen reicht das. Also man nimmt sich so ein Herz, entweder eine Stanze, wenn man sie hat, aber am besten finde ich, ist das mit Stanzen möglich, die man an der Big Shot hat, weil man da auch verschiedene Größen hat. So. Und dann nimmt man sich ein Stück Papier. Faltet das Papier in die Hälfte, knallt sich das dann quasi auf die Biggie oder legt sich das in seine Stanze rein. Und zwar so. Also ich falte mir dieses Papier jetzt, weil das sonst zu dünn ist. So, und toll. So. Nehme ein halbes Herz. Natürlich brauche ich Klebefläche und deswegen gehe ich hier noch ein bisschen nach oben. Stanze ich mir dieses Herz. Dann habe ich das hier. Und dann gehe ich hin und mache mir da einfach mit einem Bleistift einen Rand. Schneide das aus und dann habe ich dieses hier. Und das ist quasi der Henkel. Man kann natürlich, um das schöner hinzukriegen als ich jetzt, ich habe das jetzt einfach mal so huschi dahin gewuselt, ne? Kann man natürlich einen von diesen Stanzschablonen, gibt es dann ja eine Nummer kleiner. Die kann man sich dann so schön hinlegen, dass es eben passt. So, und dann nehme ich mir das Dreieck oder die Form, die ich mir vorher als Tasse schon geschnitten habe. Da gibt es ja ganz tolle Vorlagen im Internet, die kann man sich ausdrucken. Schneidest du dir aus, klebst du dir auf härtere Pappe und machst es dann mit einem Cuttermesser oder mit was auch immer du dann darüber schneidest, hier so eine Kellogg-Packung oder keine Ahnung, irgend so eine festere. Und dann hast du dir deine Tasse, die du dir vorher aufgezeichnet hast oder eben ausgedruckt hast, immer als Schablone da. So. Und dann machst du einfach dein Herz hier so als Henkel dran. Dann ist das fertig. Ja, okay, meiner ist jetzt hier ein bisschen breit, aber wie gesagt, ich habe das jetzt einfach nur so, ne? Und es kommt ja auch darauf immer an, wie groß oder wie klein deine Tasse ist. Je nachdem, je breiter, je dicker kannst du das machen. Und das Schöne ist, wenn du es schon mit der Hand bearbeitest oder schneidest, dann kannst du dir hier unten noch zusätzlich so ein Schnörkelchen dran machen. Dann machst du das Herz ganz mit der Hand. Man kann nämlich diese, wie heißen sie nochmal? Ich stibitz mir hier jetzt einfach mal das Zettelchen raus. Stellen wir uns vor, das hier wäre so eine Stanze, so eine Herzstanze. Dann gehe ich da einfach hin, lege mir die Herzstanze auf mein Zettelchen und runde mir das, was ich brauche. Was ich quasi dann ausschneiden würde. Und mach mir hier unten noch so ein Nubbelchen dran. Das ist ja das, was dann quasi, ich mache es mal so,
Ich hebe es mal hoch. Das ist ja das, was dann quasi hier unten noch so absteht. Das ist ja auch manchmal ganz niedlich. Man muss es ja auch nicht unbedingt nach da machen. Du kannst es dann ja auch wie eine Beule nach da machen, je nachdem, wie man es eben haben möchte. Und das Gleiche gilt, wenn du dir dann die Schablone, dieses kleinere Herz genommen hast und hast es dir quasi hier so hingemacht, das kleinere Herz, hast du dir dann auch abgezeichnet. Und kannst du hingehen und kannst hier auch noch mal so ein Nubbel machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so praktisch. Ja, doch, kann man schon, ne? So, und dann hättest du dann da zwei so Nubbel. Oder du machst dieses Nuppelchen nach hier oben. Oder nicht so ausgeprägt wie ich. Das ist ja jetzt nur so ein Beispiel, weil hier habe ich auch. Sieht man das? Da habe ich auch ein bisschen gelassen. Ne? Genau. Es ist also kein Teufelswerk, sich sowas auch alleine zu machen. Denn bevor ich die Biggie um meine Plotte hatte, habe ich auch extrem viel mit der Hand geschnitten. Und ich mache es heute auch noch, muss ich gestehen. Petra in unserer Gruppe, aus unserer Gruppe, mit unserer Gruppe, mit Admin, die hatte bei uns Tassen gezeigt, die sie gemacht hat, mit diesen Cottage-Stanzen. Und die sind so schön gewesen, die Tassen. Hat uns natürlich alle mal eine Runde auf Kakao, glaube ich, eingeladen. Ja, und das war dann die Antwort, ich habe sie ebenfalls eingeladen, ne? Und weil die mir so gut gefielen, habe ich selbst gemacht. Natürlich habe ich diese Stanze nicht. Und dieses niedliche Rentier, was da drauf ist, habe ich auch nicht. Und deswegen habe ich mir das eben selber ausgedacht. Ich muss es unbedingt haben. Und ich finde die so niedlich geworden. Und falls man es sieht, der ärgert mich heute. Heute ärgern sie mich alle. So, die Wolke, sage ich jetzt, das Sahnehäubchen ist das Sahnehäubchen von der SU-Handstanze Törtchen. Ja, habe ich einfach zweimal hintereinander geklebt. So, sieht aus wie so ein Sahnehäubchen, finde ich. Ne? Dann kommen die Strohhalme, das sind ja einfach nur Streifen, dafür brauchen wir keine Stanze. Dann habe ich hier so einen Wellenkreis und aus auch von SU die Eulenstanze habe ich mit diesem Pinguin gezaubert. Ja, und sowas haben wir ja alle. Ne? Entweder als Handstanzen oder gibt es sogar Sticker, wenn man unbedingt Sticker benutzen möchte. Ne? Ja, also das ist meine eine Tasse. Und ich habe mir noch so ein Oval gemacht und habe das hier draufgeklebt. Und dann ein noch schmaleres Oval ist dann eben eine Kakao. Das soll so den Tassenrand symbolisieren. Für mich. Ne? So. Das gleiche gibt es natürlich auch nochmal in Rosa. Ich glaube. Ja, los, beiß die Kamera. Genau, da sind auch wieder diese. Und ich bin ja so glitzersüchtig. Ich liebe Glitter. Also mit Glitter kann man mir echt immer eine Freude machen. So. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich schon zwei Stück mit Strohhalm. Jetzt brauche ich auch mal welchen Löffel. Habe ich einfach, weil ich ja mit Resin arbeite, habe ich einfach diesen Rührlöffel genommen vom Resin. Och Mann, Schmoll, hallo, guten Morgen. Ja, und da habe ich dann eben diesen Pinguin auch nochmal drauf gemacht, weil ich dachte, na ja, vier mit Pinguin finde ich nicht ganz so toll. Und bei Petra gibt es so Marshmallows. Und ich glaube auch, ist das jetzt ein Keks oder so ein Schokobonche? Ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall dachte ich, na gut, dann mache ich da meine Lieblingskekse rein. Oh, es gibt so leckere Kekse mit so Schokostücken. Ja, und weil ich an mich gedacht habe, dass ich mir die gerne anbeiße, meine Kekse, und dann in den Kakao tunke, gibt es halt solche angekauten Kekse im Kakao. Genau.
So, und der kleine Mann steht natürlich auf einer Eisscholle. Wie soll's sein? Die glitzert. Und der vierte dachte ich mir, na gut, da ist ein Rührstäbchen drin. Und ganz ohne Pinguin ist, also pinguinfrei. Genau. So, so schön. Ich finde die niedlich. Ich finde die so niedlich und vor allem auch die Farben. Sehr schön. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen, was diese Tassen betrifft. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auch wenn es unscharf ist.